So, da sind wir wieder beim neuen Dashcam-Video und wie jetzt wahrscheinlich immer werde ich vorher noch mal kurz was sagen, unter anderem auch bezüglich dessen, dass das natürlich ein Zusammenschnitt ist und dass ihr bitte darauf achten sollt, dass das nicht mein normaler Zustand ist beim Fahren, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Da liegen teilweise schon ein paar Tage zwischen. Es braucht schon einiges, damit ich mich über Leute aufrege. Passend dazu sind natürlich jetzt die ersten 4 Minuten dieses Videos aus einer einzigen Nacht, aber das hat auch seine Gründe, das werdet ihr sehen. Glaubt ihr, da hat den einen Pömpel, da hat der gerade umgedockt. Junge, das ist auch eine knappe Geschichte. Bam, zack, noch den nächsten weggerammt. Der steht noch, hat er nur verschoben. Fenster, vielleicht hört man das ja in der Kamera, wenn es knallt. Sehen wir da den nächsten? Oh, der nächste? Ah, ne, da ist doch Platz. Oh, ah, ich glaube, jetzt hat er langsam so die Spur gefunden, auf die er fahren muss. Oh, der ist wieder knapp. Ah, da waren keine 10 cm mehr zur Positionsleuchte. Alter, den hat er gestriffen. Oh nein, die sind nur so kleine. Oh, schade. Ich glaube, die trifft er nicht. Oh, nee. Da bin ich übrigens auf meine Kosten gekommen für die Warterei. Hat er da gerade wieder einen mit? Nee. Doch, da liegt er zusammengeklappt. Und dann liegt wieder einer. Die pömpeln die ja alle gerade weg, ey. Der kleine Nickel hat echt Glück gehabt. Den habe ich nicht erst durch Zufall beim Schneiden gesehen. Was ist da wieder hier für ein Mittelspurschleicher? Ach, das Tatüterteil ist auf meiner Spur. Ich dachte, das wäre auf der Gegenfahrer. Ja, okay, dann ist okay, dass er langsam geworden ist. Du kannst trotzdem mal rüberfahren, genau. Aha. Oh, den hat's erlebt, ey. Huhu. Also eine Sache, wo ich mich dann doch relativ schnell aufregen kann, sind Mittelspurschleicher. Ich hasse sie. Und nachdem ich bei dem einen Audi gerade noch gesagt habe, ach so, der hat einfach nur das blaue Licht früher geschnallt, dass das auf unserer Seite ist und das hat deswegen da so rumgebummelt. War der dann kurze Zeit darauf wieder vor mir und da hatte der ganz sicher keine Ausrede dafür, dass er da so rumgebummelt ist. Aber in der einen Nacht war der Audi-Fahrer auch nicht der einzige Mittelspurschleicher. Dieser Mini-Fahrer macht es nicht besser. Was soll das denn? Der überholt doch gar nicht! Warum fährt der nicht rüber? Ja, sag mal, ist das dein Ernst, ey? Tatsächlich habe ich mich gerade versprochen und es ist sogar nur 60 in dieser Baustelle erlaubt. Und Überholverbot für LKWs. Baustelle 70. Herbst ist auch eine schöne Jahreszeit mit dem ganzen herunterfallenden Laub und anderen Sachen. Schade, dass die Polizei da gerade abbiegt. Hätte mich echt interessiert,
ob die da überhaupt drauf reagieren. Das war jetzt auch eine richtig schöne Situation, in der ich war. Ich wollte an dem LKW schön vorbei, Baustelle, da ist 80, bisschen so ne, ein paar km/h mehr vorbeirollen. Kurz vor Ende der Baustelle meinte der LKW-Fahrer dann, boah, ich kann ja auch schon mal auf meine 90 beschleunigen. Und da ich jetzt auch nicht so schnell fahren wollte, hing ich dann daneben und konnte nicht so mehr hin. Auf einmal kam dann einer von hinten angeschossen mit bestimmt 200 Sachen. Hat sich tierisch so aufgeregt, dass ich ihn ausbremse. Ey, manche Leute haben echt ein Rad ab. Was? Wo willst du hin? Und als Dankeschön dafür, dass ich ihn auf die erlaubte Geschwindigkeit runtergebremst habe, habe ich einen netten Mittelfinger bekommen, der durch die Hupe begleitet wurde. Hier ist 60. Jetzt fahr doch an diesem scheiß Roller vorbei. Meine Fresse, ey. Kriegst du echt zu viel bei sowas? Nee, da fahr ich jetzt noch rüber. Ah! Wäre es nicht für dich eine gute Idee, auch hinter dem Bagger noch so rumzudödeln, ey? Ach, jetzt fährt er rüber, ne? Du. Meine Fresse, ey. Großartig. Wären alle drei über die Ampel drüber gekommen, wenn du nicht so lahmarschig da rumbummeln würdest.